Hallo und herzlich willkommen zum Thema Option Pricing Teil 2, heute für Puts. Wir nehmen wieder den Sachverhalt der vorhergehenden Videos. Unternehmer A überlegt sich eine Put-Option zu kaufen, um von sinkenden Mehlpreisen zu profitieren. Mehl kostet zurzeit 75 Euro, wird in einem Jahr entweder 75, Mehl kostet zurzeit 55 Euro und in einem Jahr entweder 75 oder 25. Und der Mehlpreis wird für T gleich 2 um den gleichen Faktor fallen oder steigen. Dann schauen wir uns also an, der Exercise Price sind 55, R gleich 50 und die T, die komplette Laufzeit, sind 2 Jahre. Wenn wir uns das Ganze jetzt wie einen Baum verdeutlichen, dann sehen wir, die Aktie kostet heute 50 Euro, wird in einem Jahr 75 oder 25 Euro kosten. Und das hier, wir haben ja schon berechnet, Upstate 1,5, Downstate 0,5, das haben wir schon in den vorhergehenden Videos berechnet, wird die Aktie entweder danach in T gleich 2, 112, 37,5, 37,5, da nämlich Upstate, Downstate dem Downstate Upstate entspricht, oder 12,5 Euro betragen der Preis. Das heißt, der Profit des Calls, Exercise Price sind 55, wird 57 sein, hier 0 und hier 0. Der Profit des Puts wird hier 42,5 sein, hier 17,5. Und im Upstate, Upstate, also hier haben wir den Call up, up, Call up, down oder Call down up. Und hier Call down, down. Wird also der Profit des Puts hier 0 Euro entsprechen und je mehr die Aktie fällt, desto höher. Umgekehrt Call, je höher der Aktienpreis, desto höher der Gewinn. Dann haben wir schon mal gesagt, wir haben die Riskless Probabilities haben wir schon ausgerechnet. Wichtig ist hier, dass wir hier nicht die Periode T gleich 2, also die Totalperiode nehmen, sondern die Riskless Probability gilt von einer Periode auf die andere. Das heißt, wir schauen uns hier die Periode für ein Jahr jeweils an, denn die Wahrscheinlichkeit greift für ein Jahr. Also quasi der Upstate 1,5 oder 0,5 gilt im ersten Jahr und der Upstate 1,5 oder 0,5 gilt im zweiten Jahr. Das heißt, wir schauen uns hier den Abstand zwischen den Perioden an. Wenn wir zum Beispiel 10 Perioden hätten, würde unser Q trotzdem jedes Mal das gleiche bleiben, denn in jeder Periode ist wieder die gleiche Wahrscheinlichkeit für den Up- und für den Downstate. So, der Put Zero bleibt gleich, die Formel, die kennen wir schon. Wahrscheinlichkeit für den Upstate mal Gegenwahrscheinlichkeit für den Downstate. Ebenso natürlich der Put im Upstate. Also wir wollen jetzt ja, wir gehen jetzt von hinten zurück. Wir sagen, das ist quasi unser Wert im Upstate, T gleich 2. Und wir wollen dann den Wert des Puts, jetzt in dem Fall, bestimmen in T gleich 1. Im Upstate und den Wert des Puts in T gleich 1 im Downstate, um dann uns für den Wert des Puts im Jahr T gleich 0 den bestimmen zu können. Das heißt, wir brauchen erstmal den Put im Upstate und den Put im Downstate. Der Put im Upstate ist schnell gemacht, denn wir sehen, im Upstate gibt es nur hier einen Gewinn von 17,5, hier 0. Das heißt, 0,55 mal 0 plus Gegenwahrscheinlichkeit mal 17,5. Das über ein Jahr diskontiert, auch wieder hier, wir gehen von Periode zu Periode vor, wir gehen nur über eine Periode, haben wir den Put im Upstate von 7,5 und den Put im Downstate, das sehen wir jetzt, wir benutzen die 17,5 zweifach, Put up, Put down up und Put down down, 17,5 und 42,5, über ein Jahr diskontiert haben wir einen Put im Downstate von 27,38 Euro. Und dann ist auch der Put Zero schnell gemacht. Das ist dann einfach Q mal Put Up plus 1 minus Q mal Put Down. Dann kommen wir auf einen Wert des Puts von 17,65 Euro. Das müssen wir natürlich abgrenzen zum American Put. Die Berechnung jetzt erfolgt für den European und der American Put. Da würden wir den Intrinsic Value der einzelnen Steps miteinander vergleichen. Das bedeutet, wir haben einen Put im Upstate von 7,5. Wenn wir in T gleich 1 ausführen würden, hätten wir einen Put im Upstate von 0. Denn 75 ist größer als 55.
Allerdings haben wir einen Put im Down State berechnet von 15,67. Würden wir von unserem Recht Gebrauch machen, hätten wir allerdings in T gleich 1 tatsächlich einen Put im Wert von 30, 55 minus 25. Das heißt, hier würden wir sagen, nein, im Downstate würde ich den Early Exercise bevorzugen, also ich würde früh ausführen. Im Upstate würden wir sagen, nein, weil Exercise in T gleich 1 bringt mir keinen Wert. Hier allerdings Exercise in T gleich 1 bringt mir deutlich mehr Wert. Das heißt, unser Put im Upstate würde 7,5 und Put im Downstate wäre 30. Wir können dann mit der bekannten Formel das einfach mal ausrechnen und müsste dann auf 16,79 kommen. Jetzt schauen wir uns noch eine zweite Möglichkeit an, das Replication Portfolio. Da sagen wir auch wieder natürlich, Put 0 ist S0 mal Delta Put plus B durch 1 plus R hoch T. Das heißt, der Put im Up ist dann S mal Up plus Delta Up plus B1. Unterscheiden wir zwischen B0 und B1. Das heißt, Delta U ist dann der Put im Upstate minus Put Up minus Put Up Down durch S Up minus S Up Down. Das ist im Prinzip einfach das hier. Up, Down. Und für den Downstate genauso. Also wir nehmen immer Up und Down. Und für den Downstate ist das hier unser Up und das hier unser Down. Dann bestimmen wir unser Delta U. Das ist logischerweise beim Put wieder negativ. Wir können dann unser B ausrechnen, also unser Risk-Free Investment in T gleich 1. Das ist 26,25. Und bekommen dann den Put im Upstate hin, der 7,5 beträgt und damit exakt das, was wir vorhin auch ausgerechnet haben. Und der Put im Downstate, da rechnen wir das Delta D aus, Downstate, da kommen wir auf minus 1. Das ist häufig ein Wert im Downstate. Wir können dann so B ausrechnen, das hier 55 beträgt. Und kommen dann ebenfalls auf einen Put im Down, das müsste D sein, nicht U, von 27,83. Und nun fängt das altbekannte Spiel wieder an. Wir kennen unser Delta Put. Wir kennen jetzt Put Up und Put Down. Wir müssen dann Delta Put ausrechnen, wir müssen das neue B ausrechnen und müssen dann Put 0, das kennen wir ja schon, die Berechnung hier aus den Videos 4 und 5. Und bekommen dann den Wert für den Put 15,67 heraus. Das entspricht exakt dem, was wir vorhin ausgerechnet haben. Damit haben wir bewiesen, beide Wege gehen. So, für den American Put würden wir jetzt sagen, Put im Downstate, das haben wir gerade vorhin schon gesagt, muss 30 sein. Weil es ja besser ist, weil der Early Exercise besser ist. Das heißt, unser Delta Put ändert sich, weil es ist nicht mehr 7,5 minus 27, sondern 7,5 minus 30. Damit ändert sich auch B. Damit kommen wir auf Put 0 gleich 16,79. Versucht das einfach alles nochmal nachzurechnen, dann dürfte das eigentlich alles auch kein Problem sein.